Heute wollen wir das Einmal-Neun lernen. Ein paar Aufgaben kennen wir auch wieder. Ich habe mal wieder alle Aufgaben aufgeschrieben und wir fangen mal mit der ersten an. Einmal-Neun kennen wir, ganz einfach. 9. 2x9 kennen wir eigentlich auch, oder? Ja, es ist 18. 10x9 ist auch ganz einfach und kennen wir schon, oder? Genau, es ist 90. Auch 5x9 sollten wir eigentlich auch schon kennen. Kannst du dich erinnern? Super, es ist 45. Und die Dreierreihe können wir jetzt ja eigentlich auch. Weißt du noch, was 3x9 war? Genau, 27. Jetzt zeige ich euch einen Trick, wie man diese Aufgaben mit der 9 gut rechnen kann. Rechne ich jetzt 240 minus 4, bekomme ich genau 36. Also 4 mal 9 gleich 36. So, ich möchte euch das noch an einem weiteren Beispiel zeigen. An der 5 mal 9 funktioniert der Trick da auch. 5 mal 9 liegen hier. 5 Reihen mit immer 9 Würfeln. An der 5 mal 9 ist ganz dicht die 5 mal 10. Und da wissen wir, das ist 50. Also was mussten wir jetzt noch machen, damit aus der 5 mal 9 eine 5 mal 10 wird? Wir mussten an jede Reihe einen Würfel dazulegen. Jetzt haben wir also die Aufgabe 5 mal 10 gleich 50 liegen. Damit wir jetzt aber die 5 mal 9 ausrechnen können, müssen wir jetzt wieder die Würfel am Schluss wegnehmen. Also wir nehmen pro Reihe einen Würfel weg. Es sind 5 Reihen, also nehmen wir 5 Würfel weg. Mal hier sehen, es sind 5 Würfel. Also müssen wir minus die 50 5 rechnen und 50 minus 5 ergeben, klar wisst ihr das, 45. Dieser Trick funktioniert bei jeder 9er Aufgabe. Überlegt euch erstmal, welche 10er Aufgabe ist in der Nähe. Benutzt sie, um die 9er Aufgabe zu lösen.